kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic in der Unreal Engine. Ja, das schlechte Wetter vom letzten Mal hat sich verzogen. Jetzt ist es wieder schön sonnig. Gefällt mir. Aber das Unwetter war auch sehr schön anzusehen. Naja, wir sind ja hier gerade vor dem alten Lager. Ich glaube, ich rede mal kurz mit diesen beiden Burschen. Warum nicht? Mal gucken, ob ich an ihre Truhe darf. Oder... Ich mach dich fertig, du Dieb. Oha. Versuch das nicht nochmal. Warum nehme ich auch aus? Du arme Brust, hast ja nicht mal Erz dabei. Die Waffe nehme ich mir. Er hat mir einfach meine Waffe geklaut. Diese Position, in der man hier niedergeschlagen ist, sieht auch sehr witzig aus. Tja. Jetzt gibt's was. Der hat genug. Komm, steck das Ding weg. Die richtige. Du bist selbst. Ja. Ja. So. Wer zuletzt lacht, Kinders. Wer zuletzt lacht. Ja, jetzt sagst du nichts mehr, ne? Dachte ich mir doch. Das wird dir noch leid tun. Ich glaube nicht. So, was guckst du mich jetzt so an? Er ist wohl echt ein bisschen enttäuscht von dieser ganzen Situation, aber offenbar möchte er auch nicht mehr mit mir reden. Aber er schon. Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Ohne das Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. Ja, das glaube ich dir. Die Situation hier ist aber auch gerade recht unangenehm. So, wir gönnen uns jetzt erstmal ein bisschen Ragout. Dann laufe ich jetzt erstmal ins Lager. Meine Spitzhacke habe ich sogar wiederbekommen, ne? Bleib mal erstmal bei der Spitzhacke. Also mir haben auch Leute gesagt, es gibt eine Einstellung, wo man dann umstellen kann, dass man nicht mehr so getimed angreifen muss. Das macht es ein bisschen einfacher wohl. Aber ich glaube, ich lasse erstmal die Einstellung so. So ist es vielleicht nicht zu einfach. Was machst du hier? Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. Ich würde doch niemals Ärger machen. Wo sollst denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Also eine Sache, die die meisten Leute bemängelt haben, die mir ja auch schon in der letzten Folge wieder aufgefallen ist, die Haltung von den Personen, also dass die Arme so weit nach vorne gehen und dass die alle so aussehen, als würden sie versuchen, naja, ihren Latt anzuspannen oder als hätten sie viel zu viel vordere Schulter trainiert. Das, glaube ich, stört noch viele. Wenn die Grundhaltung ein bisschen angenehmer wäre, natürlicher wäre, dann wäre das echt schön. Aber ansonsten ist das grafisch, denke ich, auch sehr beeindruckend mittlerweile. Naja, so viel dazu. Außerdem, was mir noch so einfällt, gerade diese Rüstung, die hat immer so richtig durch die Köpfe durchgeklippt. Und das ist ja auch angepasst, ne? Ist auf jeden Fall ganz nett. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Na, das ist doch schön. Was geht bei dir? Könnte noch einen guten Mann brauchen. Frischling, was? Wenn du ein Lager suchst, das dich aufnimmt, probier's doch bei den Sektenspinnern. Die nehmen jeden. Bei uns wird nicht jeder genommen. Es sei denn, du willst in der alten Mine butteln gehen. Nee, möchte ich nicht. Wer hat dir das sagen? Torus kümmert sich drum, dass alles läuft. Er ist direkt von Gomez beauftragt. Ich bin neu hier. Sehe ich. Was läuft denn so?
Wer hier Ärger macht, bekommt was aufs Maul. Ja, das sind einfache Regeln. Was verstehst du unter Ärger? Die meisten Butler bezahlen uns, damit wir sie beschützen. Wenn du dich mit einem von ihnen anlegst, lernst du uns kennen. Erwische ich dich beim Rumstöbern in fremden Hütten? Schon gut, ich hab's verstanden. Wie sieht's aus? Willst du Ärger machen? Hey. Ungerne. Man muss eben aufpassen, was man meint. Ja, schön hier. Hi. Was willst du? Sprechen. Was kannst du mir über das Lager sagen? Am interessantesten hier ist wohl der Marktplatz. Wenn du mal was Bestimmtes suchst, da kriegst du fast alles. Es ist der Platz unter dem großen Dach im Süden des äußeren Rings. Hatten die Schatten eigentlich schon immer kurze Hosen? Wen von den Leuten hier sollte ich kennen? Wenn du mal Probleme mit den Gardisten hast, geh zu Gravo. Du findest ihn am Waschplatz beim Burgtor. Er kümmert sich um Leute, die Ärger haben. Besonders bei Neuen passiert das hier schneller, als du denkst. Ich will ein Schatten werden. So, hast du schon mit Diego geredet? Bis jetzt noch nicht. Dann mach das. Du findest ihn am Eingang der Burg. Ja, alles klar, danke. Wahrscheinlich hast du recht. So, Diego steht hier, stolz wie Oscar. Diego hat eine sehr glänzende Nase. Sieht aus, als hätte er so einen Gesichtslift bekommen. So, wir reden erstmal mit Barbatoros. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Und bei Torus sieht das noch extremer aus mit der Schulterhaltung und mit den Armen. Also er steht wirklich wie ein Türsteher. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir. Kapiert? Ich werde mit Diego reden. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez' Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. So läuft das hier also. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez' Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ich würde doch niemals etwas vermasseln. Wer bin ich denn? Ich bin der Held dieser Geschichte. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun.
Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Was eigentlich ganz witzig wäre, wenn man bei den Magiern des Wassers Mordrak quasi anschwärzen könnte und sagt, hey, euer Bote, ne? Der macht da ganz schön Scheiß. Der bestiehlt da die Erzbarone und Torus ist sogar darauf aufmerksam geworden. Wäre eigentlich witzig. Weil denen sollte es ja auch eigentlich ein Anliegen sein, keine Konflikte heraufzubeschwören, wenn ihre Leute so fahrlässig handeln. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Ich kümmere mich darum. Oh, die Lichter sind gerade angegangen, die Fackeln. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Wenn ich das Erz teile, erlauben sie ihnen, das Schloss zu betreten. Also die deutsche Übersetzung ist manchmal in den Texten auch noch sehr merkwürdig. Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg, hau ab! Du könntest mal ein bisschen Abwechslung in dein Leben bringen. Lass doch mal jemanden in die Burg. Abwechslung? Ist schon eine gute Idee. Einen wie dich habe ich schon lange nicht mehr verprügelt. Okay, ich dachte schon, er zieht jetzt eine Waffe. Halt! Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Mach, dass du verschwindest. Ich will in die Burg. Das ist ja interessant. Ich will raus aus der verdammten Kolonie. Kann mir nämlich was Besseres vorstellen, als Pennern wie dir den Eintritt zu verbieten. Du könntest mich auch reinlassen. Kann ich nicht. Torus kann das. Dann wohl nicht. So, Mr. Diego. diese Haltung, ey. Oh Mann, alles Bodybuilder. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Sprachausgabe irgendwie unterschiedlich laut ist. Manche Sätze sind leiser, manche sind lauter. Und wie gesagt, das Problem ist ja auch immer noch, dass ich die Musik nicht leiser stellen kann, weil sie sich immer wieder resettet. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du es so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Ja, dann erzähl doch.
Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der Geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Boah, alles klar. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Wahrscheinlich hast du recht. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ich weiß nicht mehr, ob ich gerade schon Lernpunkte habe. Kann schon sein. Mach's gut. Diese Sitzanimation ist ja witzig. Oh, es gibt auch verschiedene. So wie im Hauptspiel gibt's ja auch verschiedene. Ist nett. Und man kann im Sitzen nicht mit den Leuten reden. Normalerweise bleiben sie einfach sitzen. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Ja, meine hast du wahrscheinlich gerade mitbekommen, weil Diego laut darüber mit mir geredet hat. Es fängt schon wieder an zu regnen. Das passiert für dich noch mal. Muss nicht gleich jeder wissen. War nicht besonders schlau. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Verlass dich auf jemanden. Oh, die abendliche Stimmung ist schon recht düster. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür. Aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Ernst. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast,
sind wir da. Aber war's für dich? Muss nicht gleich jeder wissen. Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsangebot. Man darf auch nicht alles glauben. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, ein Freundschaftsangebot abzulehnen. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja, werde ich. Nett, dass er um mein Wohl besorgt ist. So, kann ich hier irgendwo mal kurz schlafen gehen? Hey, du! Hey, du! Raus hier! Verzieh dich! Raus hier! Nein! Ich habe eh nicht viel Erz. Ich sorg dafür, dass dein Erz gut angelegt wird. Hey, du! Raus hier! Ich bin im ewigen Loop gefangen. Hey, du lernst schnell! Oh, ich hoffe nicht, die Wache kommt jetzt runter und will mich erschießen. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Nicht nochmal was aufs Maul bekommen? Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Habe ich leider nicht. Also? Rück die Karte raus, oder ich poliere dir die Fresse. Mach bloß keinen Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. Ja, also er hier, der muss auf jeden Fall nachher irgendwann mal verprügelt werden. Er dreht sich aber instant um. Nö, jetzt bin ich beleidigt. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baal Taran, von der Bruderschaft des Schläfers. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Das aber nicht. Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt, aber Baal Parvis müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Hat er das? Oh, er? Ist auch sehr interessant am Rumwandern hier. Ja, das ist jetzt eine sehr spannende Konstellation, die sich hier gebildet hat. Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen tausendjährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Das klingt doch nicht schlecht. Wo kann ich unterschreiben? Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Früher wäre das gar nicht.
Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Ja, ich glaube, der Held ist weniger beeindruckt, als er sollte. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Man darf auch nicht alles glauben, was man. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht. Aber behalte für dich. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut waschen. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kur Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Lass dich auf jemanden. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Es ist einer der Magier. Oh, tja. Die kommen wirklich nie raus. Da musst du schon in die Burg rein. Was willst du denn von denen? Magische Runen kaufen? Oder Tränke? Ja, du bist ein Fuchs. Stimmt genau. Wusste ich's doch. Was will ein Typ wie du auch sonst wohl von den Magiern? Ich kann dir einen guten Rat geben. Vergiss die Magier. Die nehmen viel zu viel Erz für ihren Kram. Bei uns im Lager kannst du viel billiger an magische Runen und Tränke herankommen. Ja, danke für die Infos. So, ich muss irgendwas essen. Bringt jetzt nicht so viel. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändert. Oh, die regnerische Stimmung mag ich. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen neuen. Ja, was denn? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Ja, ich glaube, das ist meine nächste Anlaufstelle. Avalon? Hey du. Na, wie steht's? Was genau willst du von mir? Warum ist Avalon hier? Ich will wissen, was es hier im Lager alles gibt. Frag am besten die Butler. Die haben sowieso den ganzen Tag nichts zu tun. Wer ist hier der Boss? Diego ist unter den Schatten sowas wie der Anführer. Aber Torus entscheidet, wer zu Gomez vorgelassen wird. Ich würde mich gerne den Schatten anschließen. So, dann solltest du wissen, dass Gomez kein Versagen duldet. Wenn du einer von uns werden willst, musst du für ihn durchs Feuer gehen. Nur die Hälfte derer, die es versucht haben, sind aufgenommen worden. Was ist mit dem Rest passiert? Vermutlich sitzen die im neuen Lager und fressen Reis. Man darf auch nicht alles glauben, was man sagt. Naja. Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone dich schicken, sag ihnen, ich will keinen Ärger. Von mir bekommt keiner was zu hören. Ich bin zufrieden mit dem, was sie uns geben. Niemand schickt mich. Ich bin neu hier. Ein Neuer. Neue kriegen hier immer schnell Ärger. Ich will in nichts reingezogen werden, klar?
Ja, ein bisschen paranoid sind wir schon, ne? Außerdem sehe ich so aus, als ob mich die Erzbarone schicken. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen willst. Aber sei vorsichtig. Den meisten von ihnen kannst du nicht trauen. Ist das schlau, das zu sagen, während hier ein Schatten steht, der grimmig dreinschaut? Ich will bei euch mitmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du freiwillig in den Minen schuften willst. Einer wie du kann schon bald in der Burg leben. Da habe ich wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das in den ersten Sekunden. Wo ist Mr. Gravo? Hey, du! Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse polieren. Abo? Hast du was dagegen, wenn wir kurz sprechen? Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt sich's hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. So, so. Und was hat es mit dem Schnapsbrennergeschäft auf sich? Wie kam denn die Leine jetzt da rein? Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Und wer sagt mir, dass du vertrauenswürdig bist? Warum sollte ich dir Erz geben? Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Ja, alles klar. Danke für die Tipps. Dann haben wir doch wichtige Infos bekommen. So, wen ich auf jeden Fall meiden will, ist Matt. Den müssen wir uns irgendwas Spezielles einfallen lassen. Ich habe hier echt schön die Pflanze gerade im Bild. Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten. Da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Na dann, da würde ich sagen, in der nächsten Folge sammeln wir Pilze, reden mit den anderen restlichen Leuten hier und schauen,
und scheinen und schauen uns weiter in der Welt um. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt morgen wieder Zeit. Aber gebt doch jetzt schon mal ein Like und seid dann morgen um 12 bereit.